Jo, die Zahl ist wieder rot. Wir nehmen wieder auf, wir sind wieder da. Also herzlich willkommen hier zum zweiten Teil der unglaublichen 4. Unglaublichen 4. Rib ist nicht da. Mr. Ribble, nein. Der Rib mit der Schnittel in the middle. Der Rib mit der Schnittel in the middle. Unsere Hardcore-Helden sind Level 10. Ja. Wir sind zwischendurch mal ins Dorf gegangen, aber das hat Fraps, glaube ich, nicht mehr mit aufgenommen. Wir haben mal das Inventar leer gemacht. Ich habe zwei Helme gecraftet, die absolut identisch waren, die beide dem Mattis gut gepasst haben. Beim dritten Mal hatte ich ein Glück, dass ich einen bekommen habe, der mir ein bisschen Lebensenergie spendet. Sollen wir mal gucken, wir haben sowieso kein Geld. Ja, wir haben ja so einen geheimen Händler gefunden. Eine Kesselflickerin. Rewald, wir sind schon wieder auf Aufnahme. Wir sind schon wieder mittendrin, statt nur dabei. Also ich habe kein Geld für die Frau. Ich auch nicht. Alles ausgegeben. Geh ich wieder raus. Tschö. Was muss man denn machen? Das ist nur eine Händlerin. Das ist so versteckt, ne? Im Wald. Ah. Hat ein paar Hühner im Hof. Ja, voll die Hühner. Sehen. Voll die Hühner. Hat die ja, es gibt, glaube ich, 6 verschiedene versteckte... Hier liegt noch das Buch von ihr. ...Käufer, die man... Das habe ich, glaube ich, schon gelesen. Da liegt Gold. So, was müssen wir jetzt machen? Hier, halt mal die Gosch. Voll die Hühner. Ja. So stapfen wir hier durch das Herbstlaub. Und suchen diese Höhle. Höhle der Kasra. Buch! Ja, rennt nur schnell in euer Verderben. Ein Buch, Felder von Tristram. Wartet auf mich. Ah, Buch! Die Felder von Brrr. Man kann sich diese Audiobox im Nachhinein auch noch alle anhören. Tristram. Also wenn man mal irgendwie Einschlaf-Audiobuch braucht, auf geht's. Wobei der Sprecher ja nicht schlecht ist, finde ich. Nee, eben. Deshalb. So. Und gucken wir wieder auf die Karte, können uns währenddessen nicht bewegen. Hier oben ist Zeugs. Was, wie Zeugs? Ah. Ich kann jetzt mal so einen ranpullen. Nee. Also irgendwie, grafisch kann man das nicht so aufmachen. Also irgendwie, also... Ich habe jetzt mal die Energiebalken der Gegner angezeigt mit V, das ist ja auch nicht schlecht. Also ich hab's immer an. Hab ich immer an. Ich hab auch die der Mitspieler an, das kannst du auch auf V und auf D. Ja, die sind an, ja. Oh Gott, ein Baum erlebt! Enching! Maschinengewehr! He's dead! Who's dead? Who's dead? Der ist Vater. Who's your daddy? Tollkühn hüpf ich einfach rein. Keine Gnade. Keine Gnade. Scheiß auf Hardcore. Ohne Kopf. In der Luft. In der Luft. Ohne Kopf in der Luft. Kann das Gift abblocken, lol. Voll die Axt, die irgendwie. Blaue Asis. Aua. Pull. Oh. Das ist sehr praktisch mit den Energiebalken. Piece of shit. Und wir haben... Eine very paparaktische Einstellung. Power up. Papa Rucklish. Was habe ich denn hier? Ich habe hier Schuhe gefunden. Ich habe Schuhe mit plus 4 Intelligenz. Schmettis? Ja. 16 Rüstung, plus 4 Intelligenz. Habe ich schon. Hast du schon. Habe ich schon. Hier, Daniel, wo bist du? Ja, was hast du für mich? Ich weiß nicht, ob das was ist, aber hat auf jeden Fall Stärke. Das ist voll der Bonus. Dankeschön. Ne, Moment, wir müssen eine Höhle finden. Wer ist denn da unten hier? Höhlenmann. Hier unten. Höhle. Das ist Wahnsinn. Warum? Schon sagen, diese. Höhle. Höhle. Dieser Teil hier vom ersten Akt erinnert schon an den ersten Akt von Diablo 2. Wenn es da noch alles grün war. Unten, Gegner!
Man kann hier den Holzstapel kaputt hauen. Schmelz wird auch noch verfolgt. Pack mal die Uzis aus. Pull! Pull! Hier, da unten ist eine Höhle. Ist du das? Holla. Boah, voll die Spalte. Höhle der Khazra! Wuhu! Geh da rein. Amen, Khazra. Ständiger Köcher. Was ist das? Was ist das? Lagerstars? Nee, brauche ich nicht. Willst du sie wieder haben? Wow! Nö. Oh, die Falle. Dö, dö, dö. Alles wegbratzen. Tötet sie. Was machen die denn da? Das ist Wahnsinn. Ey, wir haben ja so einen Typen gefunden im Meteorkrater quasi. Und der hat irgendwas davon erzählt, dass er ein Schwert in der Hand hielt und dass das auch geflogen wäre. Also kommt man natürlich direkt darauf, dass man Schwertteile suchen muss. Ja, ja, tolle Trine, gib sie ihm. Halt die Armbrust, Udi, aus. Ricky ist gerade dabei, die tiefsinnige Story von Diablo 3 zu entziffern. Richtig. Yeah, das ist abgeschlossen. Komm her. Diablo war ja noch nie bekannt für seine Story. Ja. Aber X markiert den Loot. Sie hier also, gut gekämpft, aber du wirst nie herausfinden, dass das nächste Schwertteil da und da liegt. Ups, jetzt habe ich es gesagt. Ja, genau. Ja. Die war ja noch nie tiefgründig, aber sowas von flach und unlogisch. Du wirst niemals das weitere Schwertteil finden können. Zack, poppt auf der Minikarte auf, da geht's lang. Habe ich jetzt zu viel verraten? Nein. Nein. Aber als Fan von den Vorgängern, oh Mann. Das hier ist eine Truhe. Schon so ein gewisser Faktor. Wieder nur Crap. Scheiße. Und hier ist der raus aus der Kackestein. Ja, use it. Du sowieso zu Mr. Kane. Du kannst sowieso Townportalen. Calling Mr. Kane. Only Mr. Kane. Hier ist noch eine Truhe. Geil. Wieder nur Scheiß. Rücksichtsloser gelbe Amus. Rücksichtsloser Kriegerbeutel. Hallo, hört mir jemand zu? Ja, ist eine gelbe Armbrust. Gelbe Armbrust. Ja, dann zeige gelbe doch im Chat. Ach, ja, warum darf der Hinnerk die jetzt nicht identifizieren? Ja, deswegen, ja. Hä, was darf ich? Warum hast du sie identifiziert? Ja, die ist eh schlecht, der hier kannst du haben. Nett. Hier oben ist Fliegzeug. Ist sogar Einhand. Und ein Baum. Naja, die behalten wir erstmal. Vielleicht finden wir nochmal eine Einhand. Hast du kein Schild? Oder kein Köcher? Nee, ja, Köcher habe ich, aber der. Das geht ja in alle Himmelsrichtungen. Geht durcheinander. So. Ja, klar, dann musst du nah an den Gegner ran. Ja, ich hatte Saugglück, ich hab. Die Blitze sind aber cool, sobald du die erste Rune hast. Zwei gleich gefunden. Dass die Gegner dann explodieren, sobald du so. Die killst damit. Was müssen wir jetzt überhaupt machen? Deckard Payne. Mr. Payne, soll ich mal schnell zurückgehen head und. Head to the city. We had the city. Wir hatten diese City. Wir sind nicht die einzigen, die Kaltdeckard. Kackbratze. Hallo! Onkel Deckard! Kackbratze. So. Cool, oder? Supi, oder? Toll, oder? Angeschön, Disziplin. Wir wollen den ausgerüsteten Ball. Macht damit zwar mehr Schaden, aber dann habe ich nicht den Life-Leech. Die ist schlecht und das ist schlecht. So. Wir wollten uns doch Handschuhe. So, die mal herstellen. Dieses tolle Glücksspiel bei Diablo. Und wir haben einen mit.
plus 10 Stärke und plus 9 Intelligenz. Handschuhe? Jo, Handschuhe. Yeah! Und noch einmal mit plus 5 Intelligenz. Yeah! So, Cracky. Den kriegt Cracky. Du, freundlich von dir. Und den kriegt Schmerz. Cool, mach ich mehr Schaden, bin ich besser geschützt. Und hab nur weniger magische Item-Chance. Nein, so. Jetzt hab ich hier, dann gebe ich dir die zu verwerten. Bitteschön. Bessere Chance. Ja, egal, hier. Mr. Dude. Mr. Dude. Kleiner Spieltipp. Kleiner Spieltipp am Rande. Den Magic Find Kram könnt ihr eigentlich am Anfang alle knicken, wenn ihr irgendwie das Spiel zum allerersten Mal spielt. Packt euch lieber irgendwie mehr Gold rein und dann kauft euch die Items im Store, da wird eh alle Mist verhökert. Gibt ein neues Tagebuch von Lea. Schon wieder? Aber man kann doch schon Legendaries, die neuen Uniques, kann man doch schon finden. Genau. Auf Level 1. Du vielleicht, ja, ich nicht. Ja, ich habe auch noch keins gefunden. Ja. Onkel Decker. Sag mal den Rest hier, der Weg schafft. Ich habe eins gefunden. Ich habe eins gefunden. Das war so ein geiles Schild. Gefunden. Ein einziges. Eins ist keins. Ist einfach so bitter. Da hätten sie halt so eine Zwischenstufe irgendwie einbauen können. Einfach nur, damit man sich so ein bisschen, hey cool, ich habe was Einzigartiges gefunden. Ja, los, weiter. Früher gab es, wir müssen zu den Feldern des Elends, zum Waypoint. Früher gab es Set-Gegenstände, genau. Unix, dann gab es Crafted-Items. Set-Items gibt es ja immer noch. Ja, es gibt ja alles noch. Ja, hat irgendjemand von euch mal ein Set-Item gefunden? Nee. Ja, nee, weil das Blöde ist, dass es halt so an die schwierige. Bin noch auf der Suche nach dem Spielspaß, tut mir leid. Das hört sich. Hier rein, da ist bestimmt was, oder? Ja, ist bestimmt was Geiles. In der Falle. Toll, oder? Oh. Toll, oder? Yeah. Das sieht aus wie Baumkopfholz. Ah! Der alte Mann. Und von hinten kommt auch noch ein Baum. Vorsicht, Gift! Und ja, hallo, du Heilige! Das ist unser Tod. Wieder raus, ja. Besser! Und dann in den Engpass drängen. Kommt raus, ja, Leute. Weg. Oh, scheiße, hier ist zu viel Gift. Und dann hier die Enge drängen. Wir müssen hier raus, anders geht's nicht. Jojo, ja, weg, ich muss Fallen setzen. So. Cracky, run auf den Gift! Kein Thema. Lass uns das alles machen. Blöd. Vergiftet! Deine Mutter mag deinen Vater nicht, denn er ist Schmerz, guck mal. Nothing to do hier. So, kann das Gift da jetzt mal weggehen? Kann das Gift da jetzt mal weggehen, sonst kann man da so... voll drüber gehauen. Liegt hier viel Zeugs. Voll das Zeugs. Das ist jetzt erkundende Aderkugel, das ist was für unsere Zauberin. Geringe Heiltrand. So, was haben wir denn als Geiles bekommen? Weg dies! Streitkolben, Müll, weg damit. Müll. Magisches Zweihandschwert. Danke, aber meine ist besser. Dafür habe ich aber jetzt eine Axt. Auch nicht so geil. Dann kannst du sie mir ja wiedergeben. Hier. Wenn es dich glücklich macht, die eine Essenz. I'm so happy! Hier ist ein Rucksack mit Buch. Das Buch fliegt 300 Meter runter. Was, wie, wo? Wo ist der Rucksack? Automatischer Rausschmeißmechanismus. Warum rennt das denn da unten? Guckst in die Tasche. Speicherpunkt. Hey, oh yeah, du? Geile Story, Achtung. Welcome to Hollywood. Sie versuchen meine Freundin zu töten. Okay, Bruce. Oh, heißt zufällig. Sascha. Meine Freundin wird getötet, aber mach doch endlich das blöde Tor auf. Leg schon mal ein paar Fallen. Du. So, das ist jetzt der Punkt, wo Diablo eigentlich nur das K18 verdient hätte. Ja, und hier Banditen voll aus dem Bild. Diesmal könnt ihr uns nicht. Da ist er ja, hier. Falle. Bam, bam.
Bam, bam, bam. Bigelow. Fliegt der Kerl einfach mal durchs Bild. Lebo! So, jetzt muss er erstmal 3 Minuten lang sterben. Herp, 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 herp. Hast du gesehen, er hat sich erst nochmal umgeguckt. Bin ich mir sicher, kann ich umschauen. So, jetzt Loot! Er sprudelt! Es sprudelt. Vor allem, das ist noch nicht das Ende. Der Rest der Dios-Gilde wird euch finden. Ja, dann. Oh, Storyfaden, oh, verloren. Ja, bestimmt. Im Add-on vielleicht. Das ist wirklich so, ne? Das ist wirklich so. Oh, wir werden euch noch kriegen. Du siehst sie nie wieder. Ja, nie wieder. Ja gut, das ist dann der Moment im Singleplayer, wo jetzt der Bandit sagt, hey yo, ich begleite dich. Und dann fragst du, ey, willst du nicht deine Frau heiraten? Deine Freundin, deine Verlobte heiraten? Was, Verlobte? Das ist ein Quatsch. Ich hock da mal im Dorf und... Wir gehen dann ab. Für London hat's nicht gereicht. Hey. Im Singleplayer hat der Begleiter. Ich bin London. Ja, German. 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 So, hier ist dieser Schämen-Typ, der lässt uns jetzt in den Tempel rein. Wie nett von ihm. Einfach mal so. Weil er weiß, du bist der Held. So, wir warten mal ein bisschen hier. So. Wobei diese Dinger sind auch nicht ohne. Gut, auf normal jetzt. Normal müsste es eigentlich noch packbar sein, aber die waren. Auf Hölle waren die mies, Hölle. Diese zwei kleinen ja, Dinger da. Sind das Alarix, Leute? Nein, sie wurden versetzt. Vor allem die Lea, die labert einen ständig voll. Onkel Decker hat immer gesagt, wenn wir mal eine Gaststätte aufmachen. Dann könnte es sein, dass bald verwendet. Nein, Vorsicht, da ist ein Event. Wollen wir das Event erst machen? Was, ein Event? Wo? Hier ist ein Event. Event hier oben. Voll der Event. Hügel. Aber das ist auch. Rock am Ring. Die sind random, ne? Yes, Rock am Gedenkstein. Rock am Hügel. Hilfe. Need help, hey. Door? Yo, door. Little help. Ups, ich wollte noch keinen Halt dran nehmen. Nee, Quatsch, diese Events sind auch vorgescriptet, die kommen immer an denselben Stellen, oder? Yep. Ja. Chance verpasst. Schon. Chance verpasst. Hey. Wäre doch cool gewesen, wenn du... Haltet doch immer eure Heilkugel im Auge. Also eure Lebensenergiekugel. Der Typ aushält. What the hell happened? Komm her! Oh. Wo fliegt der denn hin? Stufe 1. Leoli, das Gefecht der Uralten. Wer wirft denn das ganze weiße Zeug weg und ich? Alles wieder eingesammelt. Läuft denn einer von euch mit dem Bogen rum? Ah, so. Ich hab hier schon einen Bogen. Wir können mit dem Bogen schießen. Ich hab einen Ring mit plus 5 Intelligenz. Schmelles? Hm? Ein Ring mit plus 5 Intelligenz. Ja, gerne. So. Hier braucht sie auch jemand diese Butz. Fellhose, die habe ich genau zweimal. Genau gleich. Und dann habe ich noch einen mit. Für eine Hose. Braucht noch jemand einen Ring mit plus 2 Vitalität? Ja, aber ich habe noch keinen Ring. Ja, hier, ich schmeiß mal einen hin. Die Welt zu sehen. Kennt keiner den Ring hier? Ja, ich dachte, der Ripp nimmt den. Ja, ich nehme ihn. Ich hab noch keinen einzigen gefunden. Ja, Mann. Ah, lass sie mich einfach stehen, oder was? Ja.
Eiser eingesammelt. Ja, so kämpft man sich dann hier durch Diablo 3. Das geht dann ungefähr 25 bis 30 Stunden so. Dann hat man den normalen Schwierigkeitsgrad hinter sich gelassen und dann beginnt dann das Spiel. Ja, dann ist das Tutorial vorbei. Ja. Im Hardcore-Modus sieht das natürlich etwas anders aus, weil ich muss sagen, auch auf normal beißt man das eine oder andere Mal unter Umständen ins Gras, wenn man nicht aufpasst. Jetzt kommen hier diese geilen Star Wars Magier. Star Wars Magier. Hast du gerade so einen Podracer nachgemacht oder was? Ja, genau, diesen Podracer gemacht. Was mir gerade einfällt, es gibt ja nicht mal mehr. Skelett. Oh, goldenes Skelett, ja, komm mal hoch, du Skelett. Komm mal hoch. Pässe, hey, explodieren oder sowas. Ja, da. Gibt's auch nicht mehr, oder? Ah, irgendwas hat mich nach unten geschmissen. Könnte ich akustisch nicht verstehen, hier ist gerade zu viel los. I'm sorry. Ich wurde gerade nach unten geworfen. Level 11! Nimm hoch! Sterb, danke. Hau sie einfach von der Treppe. Hey, ja, Lea. Danke für die Unterstützung. Woohoo. Wenn wir dich nicht hätten. Ja, wäre ich schon längst. Du bist die Heldin. Abenteuerlicher irgendwas. Ja. Sammeln das Buch, hier ist ein Tagebuch des Grabräubers. Level up! Buch. Was habe ich denn jetzt überhaupt eingesammelt? Egal. Pling. Hier kommt doch jetzt auch noch was Dickes, oder? Sammelt? Nö, oder? Nö. Hier zu oben. One hit tot. So, ich habe jetzt neue Skill-Ors. Ich kann jetzt Raserei. Eigentlich auch neues Skill-Ors. Da muss man früher nach Level 24 für werden. Was ist das denn? Schießen, explodieren, Bolaschuss, für eine Sekunde, egal. Bolaschuss. Wir nehmen es jetzt einfach mal, gucken was. Dolanschuss. Jo, Dolanschuss. Gummi, please. Ich vermisse Caldeum. Ja, bla bla bla. Oh, ich vermisse Caldeum. Da wollte der Onkel Deckard mit mir eine Gaststätte aufmachen. Und einmal im Ferienlager hat der Onkel Deckard gesagt. Ubi, please! Oh oh. Ich hab das Monument gestartet. Nein, Rip. Konntest du nur. Hier unten. Haben so Typen raus. Hab ich auch noch nie gesehen. Na, das hab ich schon gesehen. Hä? Im Fall der Fight. Ja. We gotta fight. Are you right? Oh my god. Ubi, please! Du sollst auf was schießen. Yay! Wenn es sagt, Chat. Chan the Dead. Mit der Raserei ist schon nett, weil man immer schneller wird. Ja, aber Stufe 5 ist ja Schluss. Ja. Also, so 5 Geschwindigkeiten. Ja. Oh, der eine ist aber weggeflogen. Das ist noch mit eines der lustigsten Features, diese Physikeffekte, wie die durch die Gegend segeln. Ultra realistisch. Was müssen wir jetzt holen? Besorgt euch das Fanal. Was ist das Fanal? Hier ist ein Buch. Ruhestätte des Kriegers. Buch! Oh mein Gott, Buch!
Man kann diesen Banner droppen. Das macht nicht wirklich einen Sinn. Ja. Das ist eigentlich das am häufigsten gesagte Wort, oder? So im. Ich habe hier so eine komische Zaubererkugel. Und Treasure Goblin. Treasure Goblin! Ja. Ich habe sogar zwei, die hier und die hier. Ja, ich nehme einfach beide. Wo ist der denn hingeflogen? Bam, 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 bam. Kannst aber beide wieder haben, weil die beide schlechter sind. Beide scheiße. Ups. Die ist Dolan. Einer müsste auch die Kugel mitnehmen. Gold ist so unglaublich wichtig. Ja, sie könnte ein eigenes kleines Gasthaus eröffnen und darin verbrennen. Hm. Hot. Ich könnte nie in mein normales Leben zurückkehren. Ich muss Schauspielerin werden. Wir können ja hier das Ding nehmen. Vielleicht ist ja das Echtgeld-Auktionshaus deswegen noch nicht online, weil sie mit China noch abklären, dass der Release-Tag davon ein Nationalfeiertag wird. Könnte es mehr Leute China fahren können. Gibt's nicht ein Achievement, wenn man es gleichzeitig macht? Ach. Gibt nicht ein Achievement, wenn man hier steht? Ja, aber flutet der Tempel, seid ihr bereit? Achievement. Achievement. Hätte gerne einmal ein Mac-Achievement. Aber hier sieht man wieder dieses Design. Also die Grafik ist ja jetzt nicht so. Nicht so übermächtig an allem, was dazu gehört, aber das Design stimmt. Vor allen Dingen, sie zielt nach vorne, schießt aber schräg die Treppe runter. Ja, schießt gegen die Treppe. Diese geile Animation. Null hier. Damage. Ah, Podracer! Ezek, der Prophet. Yo, Mr. Prophet, dude. Hört schon wie der Ezekiel aus der Bibel. So, jetzt dauert's eine halbe Stunde. Und die nächsten. Gibt aber ein Achievement, die jeweils mit einem Schlag umhauen. Der Matt ist, solltet ihr irgendwie Fragen zu Achievements haben, der Matt ist, kann sie alle auswendig. Hm. Der ist mehr an Achievements auswendig lernen als das Spiel spielen. Hm. Da steht Alaric. Warum speichert das Spiel überhaupt? Wenn du tot bist, bist du tot. Ja. Jetzt geht's ab, ey! Jetzt geht's ab, jetzt gehen wir hin und was passiert? Oh mein Gott, sie ist schon da! Das oh, mag da! Und was? Oh, Hinterhalt! Nein! Jetzt hab ich duales Rad-3-System! Ich bin hyperaktiv! Ein Wächterbogen. Könnte meine Mutter noch leben? Spoiler, Spoiler! So, ich schlage mal vor, wir nehmen das glühende Ding hier, gehen zu Onkel Deckard und sagen dann gute Nacht. Nacht, du Deckard. Let's head back to town together. Magda ist uns dicht auf den Fersen. Magda ist uns bla bla bla. So. Das war so, man bekommt mit Diablo 3 ein waschechtes Action-Rollenspiel, was lange begeistern kann. Aber nicht muss. Aber nicht muss. Also beschissenes Diablo. Ja. Ich muss sagen, es ist schon ein verdammt gutes Hack'n'Slay. Also wenn man sagt, ich bin totaler Fan von Hack'n'Slay, was willst du denn mehr? Ja, das stimmt. Also muss man auch mal so, also... Ne? Richtig. Die Scooby. Jetzt, wo die Server auch alle gehen, kriegt man auch was für sein Geld geboten. Ja, Amazon gut. 1 Stern, Scheißspiel. Standard Anfangsschwierigkeiten, das. Ja, das jedes Singleplayer-Spiel so. Boah, Kälteschaden! Obi-Wan! Obi-Wan! Mit diesen Worten verabschieden wir uns.
Bis zum nächsten Mal, Leute. Oder auch nicht. Vielleicht sterben wir zwischendurch. Genau, schreibt in die Comments, ob ihr mehr sehen wollt von uns. Von unserer Hardcore-Bitch-Party hier. Nächstes Mal dann auch. Bitch-Party. Nächstes Mal auch ausgeschlafen. Ice Girls sind wieder am Start. Yeah. Schärfer denn je. Ich habe richtig hübsche Sachen für dich.